Hallo liebe Leser, willkommen zu einem kleinen Ausflug nach Mittelerde. Und zwar mit dem 3D-Action-Spiel Lord of the Rings Return of the King. Dem Spiel zum dritten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie. Im letzten Jahr zeigte Publisher EA den Vorgänger The Two Towers auf der E3, der dann zum Leidwesen der PC-Spieler als reiner Konsolentitel in den Handel kam. Trotz vieler Droh- und Protestbriefe von Computerspielern blieb EA die Umsetzung schuldig. Dieses Jahr garantierte der Software-Riese hochoffiziell eine PC-Fassung, präsentierte aber auf der Messe in LA lediglich die PS2-Version. Die wollen wir Ihnen natürlich trotzdem nicht vorenthalten und zeigen Ihnen eine Beispielmission der Fantasy-Action. Eingeleitet werden die Einsätze stets von einem Ausschnitt aus dem Film, der übrigens am 17. Dezember in die Kinos kommt. Im Vorgänger The Two Towers waren sie mit drei Helden unterwegs, nämlich Gimli, Legolas und Aragorn. In Return of the King kommen dazu noch Frodo, Sam und Gandalf. Mit letzterem befinden wir uns hier mitten in der Schlacht um die weiße Stadt Minas Tirith. Unser Ziel ist natürlich, die Orkhorden am Eindringen in die Burg zu hindern. Dazu benutzen wir nicht nur Schwertattacken und Zaubersprüche, sondern auch schweres Kriegsgerät wie dieses Katapult. Allerdings verschleppt ein Ringgeist mit seinem Flügelwesen einen Soldaten der Mannschaft und die Schleuder kann nicht mehr feuern. Jetzt brauchen wir erst einen Ersatzmann und den schützen wir mit Blitzzaubern vor einem erneuten Angriff des Nazgul. Schaffen Sie es, solche Einlagen zu meistern, führt eine kurze Skriptsequenz die Mission weiter. Denn dort, wo der Ringgeist in die Mauer gekracht ist, rollt ein Belagerungsturm heran, den wir zerstören sollen. Also rennen wir zwischen den vielen KI-gesteuerten Kriegern Gondors hindurch zum Brennpunkt. Dort sind so viele Orks zugange, dass wir mit mehreren Spezialattacken die Feinde kurz von den Füßen fegen müssen. Dadurch bleibt dann aber genug Zeit, mit ein paar gezielten Schüssen den Holzturm einzureißen. Neben den actionlastigen Kämpfen sind sie aber oft in den Missionen unterwegs und erleben während dem laufenden Spiel Skriptsequenzen. Hier etwa den Versuch aller verfügbaren Gondor-Krieger, einen Rambok mit Trollen am Haupttor rechtzeitig aufzuhalten. Während dem hastigen Sprint durch die Gassen der Weißen Stadt schlagen riesige Geschosse in Mauern und Türme ein oder treffen Verbündete. Herr der Ringe-Fans können sich schon jetzt auf einen actionreichen Trip nach Mittelerde freuen, für den EA übrigens einen kooperativen Modus für zwei Helden gleichzeitig fest eingeplant hat.